Und damit willkommen zurück zu Let's Play Nier Automata. Im letzten Part haben wir die erste Mission aus der Sicht von deinen Assets gemacht. Und wollen jetzt mal schauen, wo Tobi ist. Da war Operator 6-0s. Dingens. Zugriffspunkt Arcade. Oder Arcade. Das ist Funktion Arcade an den Zugriffspunkten freigeschaltet. Dadurch kannst du alle Hacking-Spiele, die du während des Spiels abgeschlossen hast, noch einmal spielen. Ah, okay. Hacker-Bibliothek, was? Alle Benutzer, wir haben eine Hacking-Bibliothek mit Kampfdaten von Joha-Einheiten vorbereitet. Alle Hacks, auf die man bis jetzt gestoßen ist, können ab sofort nach Belieben erneut aufgerufen werden. Aus Sicherheitsgründen werden alle neuen ausgeschlossen. Interessierte können auch auf diese Bibliothek im Serverraum des Bunkers zugreifen. Was? Wo ist der Serverraum? Ist das hier der Serverraum? Ich weiß nicht, ob das direkt der Serverraum ist, aber... Das ist halt der Kommandoraum. Kein direkter Serverraum, aber hier sind halt sehr viele Leute mit Computern. Deswegen... Ich weiß, dass hier irgendwo eine Truhe war. Aber die ist tatsächlich offen. Also bekommen wir nicht, haben wir alle Truhen, die wir mit 2B schon geöffnet haben, haben wir geöffnet. Das ist interessant. Kleines Glück erhalten. Schauen wir nochmal, wo der Serverraum ist. Das würde mich tatsächlich jetzt dementsprechend interessieren. 5-0 Operator. Nichts. Terminal. 8B. Eine kleine Erweiterung, okay. 7B. Auch nichts an Items. Hangar. Dann vielleicht auch Terminal. Dann ist es wahrscheinlich das Terminal. Schauen wir mal. Denn der Hangar ist es ja definitiv nicht. Also muss es ja eigentlich hier sein, oder? Aha. So komme ich nämlich jetzt auch an diese Truhen hier ran. Die vorher verschlossen waren. Die waren einfach sozusagen deswegen verschlossen, damit wir die später mit einem Essen bekommen können. Na gut, das war eigentlich auch nicht die Bibliothek. Oder der Serverraum. Dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich nicht helfen. Keine Ahnung, wo der Serverraum sein soll. Der Hangar ist es auf jeden Fall nicht und hier sind wir bei 2B. Sorry to barge in on you. Oh. Looks like you've already started. Was? Wir hacken uns einfach in sie rein? 2B, can you hear me? I'm starting your boot sequence. First you'll want to check your brightness settings. Aufzeichnen? Hallo? Hm? You don't know how to adjust the brightness? I think it's set up to respond to some kind of input. Soll ich das jetzt selber machen? All right. Just give me a second here. Achso, das war ganz am Anfang des Spiels, wo man das eingestellt hat. Okay, I found the guide. If you can just follow that, it'll make things easier. Sehr schön. Wir sehen jetzt, wie 2B ihre Einstellungen ändert. Let's start by getting the brightness set. Okay. How does this look? Roger that. Oh, and I should probably let you know that this entire process is being recorded for posterity. Now let's take a look. It seems your voice recognition is set to mute, which isn't gonna work. I'm gonna call out to you now. Make sure you can hear my voice. Ma'am? Are you there? Can you hear me?
Hello? Go ahead and adjust your settings so you can hear me, all right? All right, are we good now? Oh, thank you. Anyway, ist das jetzt genau das, was ich auch gemacht habe? Das wäre ganz cool. Oh, what the heck? My pulse rate is rising. It seems to be back to normal now. How odd. Hold on. Your self-destruct permissions are missing. Wait a sec, we need to restore those. Das ist interessant. Ist das jetzt genau, weil wir das alles eingestellt haben? You, but you should probably do it yourself. Regulations and all, you know? Huh? Wait, no. You need to leave that turned on. Okay, good. If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it. So, once you're finished making adjustments, you can go ahead and close this out. Interessant. Das waren wahrscheinlich wirklich die Bewegungen, die wir auch gemacht haben. Das ist ein cooles Detail. Gefällt mir. Und dass diese Aufzeichnung, die am Anfang erwähnt wurde, die ich schon vollkommen vergessen habe, jetzt hier gezeigt wird, ist ganz cool. 9S. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. Und dass 9S. Wir stillhalten. Hm? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? There's no need to be so formal. All right. If you say so. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We better go see what's up, ma'am. Or, 2B. Ich möchte mit dir reden. Bitte aggressiv. So. Okay. Wir haben eine neue Mail. You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. Vor allem können wir da unsere Mails lesen. Testmail. Gerade angeschaut, oder? Ja, habe ich. Egal. Das ist eine weibliche Joha-Soldatin. Also sind hier irgendwo männliche. Alle weiblich. Hm. Ah, 2B. Maintenance finished? Yes, Commander. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. I need you to head to the surface, rendezvous with the Resistance, and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated Resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Understood. Okay. Im Endeffekt bleibt alles wieder an uns hängen. Das gehen wir nicht anders. That means we'll be getting flight units, huh? Better head for the hangar. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. Too bad they can't mass produce these things yet. Das ist wahrscheinlich besser. Das machen wir alles kaputt. Da ist jemand drin. Hi. Hey, hallo. Nimmst du auch deine Heilmedizin? Das ist das beste Produkt unserer Entwicklungsabteilung. Okay, alles klar. La la la. Ich weiß immer noch nicht, was der Serverraum sein soll. Was auch immer, ne? Was war hier?
Wäre es ernsthaft eine Runde gegangen, ohne den Hangar zu finden? Ups. Ich bin einfach an dem Hangar vorbeigerannt. Ups. The hangar's up ahead. Let's go. La 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 la. Ich wollte nur noch eine Ehrenrunde drehen, genau. So. Oder vielleicht meinten sie das mit den Arcaden. Dass man da die Hackerspiele spielen kann. Vielleicht war das, was mit der Mail gemeint war. So. Hey 2B, why do you think they sent a combat model like you to a recon job? If all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. Alright, alright. Going to have some new weaponry installed from here on out. I'll put up instructions for you. Make sure to commit them to memory. Roger. Wenn man kämpft, wäre es eigentlich sinnvoll, gleich in diesen Modus zu gehen. Der Modus ist einfach viel, viel praktischer als der andere. Tobi lässt sich ja von allem treffen. Und denkt sich so, ja, YOLO, wird schon klappen. Unfortunately. Sorry for the trouble, but we can't risk the enemy discovering their position. Understood. Good luck down there. Na dann. Lasset uns landen. So. Und ab jetzt werden prinzipiell halt alle Story-Abschnitte gleichbleibend sein. Aber leider kann man auch nicht irgendwie wechseln. Dass ich jetzt sage, okay, ich kämpfe jetzt lieber mit Tobi. Das kann man leider nicht. Deswegen ja. According to our intel, none of the machines in this area are hostile. We've been seeing more and more enemies like. So, ich muss nochmal kurz hier schauen. Schön, dass wir überall schon die Punkte eingespeichert haben, sozusagen. Stand there and stare into space. It's pretty weird. Greifen wir uns aber an hier. Nicht so wichtig. Das heißt aber, wir können das meiste halt jetzt einfach überspringen, das ist ziemlich praktisch. So this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing. Nö, wir springen das mit dir hier. Okay, oder auch nicht. You're number two. Hm? You know about 2B?
Yes, well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of... Please. Ich werde das meiste jetzt überspringen, weil wir kennen es halt einfach. So, schauen wir doch mal, ob wir jetzt hier noch ein paar Sachen bekommen, die wir haben wollen. Ich hätte gerne einfach mal sowas. Okay, that's everything the supply trader asked for. Okay, wir haben nämlich schon alles, perfekt. Können wir es ihm nämlich gleich geben. These chores are a real pain in the butt, huh? The resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah, yeah. Und dann müssen wir mit ihm reden. So. Genau, und jetzt gibt er uns nämlich hier auch nochmal Sachen, schön. Sounddaten 2. Schalte an der Jukebox weitere Hintergrundmusik frei. Gerne, warum nicht? So, die Chips selber denke ich auch nicht, dass wir die brauchen. Wir haben ja unsere eigenen Chips schon. Die eigentlich ganz gut funktionieren. So. Hier einfach hinhocken oder was? Ja, wir können uns einfach hinhocken und eine Pause machen. Nett. Das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt bei den Aufgaben gucken. Abgeschlossene Aufgaben haben wir eigentlich so gut wie alles. Bitte das Waffenhändler, kompliziertes Gerät. Okay, machen wir das. So. Da soll man hin. Ein paar Aufgaben müssen wir erstmal erledigen, natürlich. Um die Story voranzutreiben. Und damit wir dann den Waffenhändler auch nutzen können, weil der deswegen ist praktisch. This must have been quite a city once upon a time. Too bad vegetation's claimed most of it now. Schade, kann man sagen, ja, aber andererseits sieht das halt schon ziemlich geil aus. Weiterhin. This is 9S. Nothing to report. Weather's sure nice today, though. Nothing to report. Copy that. And no need for a weather report. Operator 210 out. You don't have to be so formal all the time, operator. Though I kind of like that about you. Um...
Warte, bei Fähigkeiten. Pod-Programme. Haha. Genau, zeig mal her. Nicht schlecht. Mal schauen. That should be enough. Let's get these back to the trader. Wie ich letzten Endes dann benutzen möchte. Der Laser ist halt auch bisher gut gewesen und eins unserer besten Mittel. Aber wenn ich mit dem Hammer treffe, macht er wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Schaden. Aber der Laser geht halt schön durch Gegner durch. Man kann ihn gut auf Distanz nutzen, deswegen mal schauen. Mal schauen. Aber ich muss auch mal Neues ausprobieren. Wenn nicht jetzt bei 9S wandern. Muss mir jetzt sowieso schon ein bisschen anders dran gewöhnen, dass wir jetzt nicht mehr so schön auf den Nahkampf drauf gehen können. Was kann ich denn verbessern? Keiner meiner schon guten Sachen an sich. Motorklinge könnte ich verbessern. Also viele Perlen habe ich auch nicht. Also es gibt einige Sachen, die ich nicht so oft habe. Hier verbeulter Sockel, krummer Draht und sowas. Das habe ich gar nicht so oft alles. Aber gut. So. Natürlich helfen wir, wir müssen, ja. Müssen wir dafür jetzt hin? Das ist unsere Aufgabe. Gar keine? Okay. Operator to 9S. Transferring coordinate data for the location specified by Resistance Leader. Nice, Operator. You work fast. Mindless chatter drains energy, 9S. Please keep your comments reserved for mission-related topics. Yeah, yeah. Kann echt ein ganz schöner Spaßverderber sein, meine Güte. Ja, man sollte seine Mission ernst nehmen und alles, aber bitte. Hier ist ein Lab gesperrt, was zur Hölle? Das ist aber cool hier. Guck mal hier. Plant life has claimed most of the central area. Big plants too. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans. Hmm. Wonder if there are any huge boars and such, too. Ich hätte mir vielleicht aufschreiben sollen, wo alle geschlossenen Truhen drin sind. Have we seen these things before? Das wäre eigentlich ganz interessant. Okay, Vater Servo ist auch noch nicht da. Später also. Hat er jetzt voll daneben gehauen, ja? Muss man mit dem Hammer noch ein bisschen genauer zielen. Ich muss ungefähr einschätzen, wo er denn haut. Hm. Auch gut zu wissen.
Dann lass mich auf dir reiten. Weil ich nicht mal weiß, ob mir das was bringt gerade. So, ich kann dich hier mitnehmen. Gut. Sehr schön. Dann geht das Ganze nämlich ein bisschen schneller. The Council of Humanity has a message for all of our brave androids fighting on the surface. Currently, our struggle against the machine life forms is at a stalemate. This battle has raged for far too long. I am sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several hundred thousand humans on the moon want nothing more than to return to Earth. Glory to mankind. Na, wir haben immer noch nichts. Those council broadcasts are always so stiff. Hey, our leader told me all of names. I guess that looks like. Wir haben ja keine kein Ende letzten Endes. Don't go trying to be. Also, wir wissen ja immer noch nicht, was am Ende nun passiert. Deswegen, ja, es kommt definitiv nur einiges. With explosives. There's gotta be an easier way, right? Das ist aber ein schneller Weg. Einen viel schnelleren Weg gibt's nicht. Konnte man das ja nicht. So, was müssen wir jetzt hier machen? Einfach die Orte überprüfen. Okay. This sand sure is slippery. Careful. We've got enemies approaching. These machines are talking. Yeah, I heard from the Resistance that they've been seeing this a lot lately. Couldn't tell you why, though. Okay, die Maschinen sind wenigstens mit skaliert im Level. Nicht auf denselben Leveln wie... Think they even understand the concept of being scared? Dann all diese Fragen brauchen wir uns jetzt eigentlich gar nicht mehr so stellen, denn ja, definitiv tun sie. So, Posteingang. Verlorene Ausrüstung. Wir bekommen halt die ganzen Mails wieder, die wir schon haben. Weil die verlorene Ausrüstung hatten wir uns ja schon mal geholt. What's with the weird looking outfits? Seen that sort of thing when I was going through some old data. It looks like what humans used to wear long ago. Certain human collectives used to use face paint like that too. Wo sind wir gerade? Ich weiß nicht mehr, wo der Aufzug war, aber der war, glaube ich, eher weiter da drüben, ne? Jetzt hätte ich gesagt, wir könnten ja mal zum Aufzug gehen und mal schauen, vielleicht dürfen wir den ja nutzen. Okay. Was ist los? So ein halber Roboter mit einem Fass als Kopf rennt auf uns zu. So. Die Wüste ist und bleibt einfach ein Riesengebiet, das ist unglaublich. Ich schaue nochmal kurz auf die Karte. Ja, passt. Genau so. Genau dahin, damit wir dann in die Mitte können. Ja.
To be, it's fine. Their speech doesn't mean anything. They're just emitting words at random. If they wanted help, why would they be attacking us? Yeah. Ich wechsle wieder zum Laser. Ich bin denn jetzt einfach inzwischen so gewohnt. Der ist halt einfach zu praktisch. Also, dass ich den nicht nehme. So. Ich würde auch sagen, die Mission machen wir jetzt noch weiter. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Für diesen Part. Wie gesagt, ab jetzt wird es halt ein bisschen repetitiv, weil das haben wir alles damals schon zusammen mit 9S gemacht. Aber ja, wir wollen ja irgendwann mal sehen, was wir noch nicht gesehen haben. Und dafür müssen wir halt erstmal hier durch. Hat alles seine seine positiven und Schattenseiten. It's heading for that rocky area. Individual target ID marked. Stimmt, da drin sind, da rein sind wir auch nicht nochmal gegangen, ne? So am Ende. Das brauchen wir uns nicht angucken. Wo wir um einige stärker waren, hätten wir nochmal da reingehen können. Analysis. It is the ruin of a former human residential area. Large numbers of humans resided in such concrete and metal shelters. The structures were referred to by names such as apartment complex. I wonder why they insisted on living in such large groups. Things must have been really dangerous around here, huh? Negative. Living conditions were mandated by economic imbalance and a lack of space. Man, humans sure are weird creatures. Da sagst du was, Nines? Report. Mail notification received. Ja. Reguläre Verifizierung. Das ist eine vorgesehene Korrespondenz für Johann-Mitglieder. Antworte, falls du ein Anliegen hast. Solltest du kein Anliegen haben, ist keine Antwort nötig. Lass mich antworten. Ich habe ein Déjà-vu. Ich kenne das alles schon. Ich habe eine Beschwerde. Target confirmed. Let's get him. Ignoriere euch einfach mal. Ich hätte das nämlich gerne noch hinter mich gebracht. Deswegen beeilen wir uns mal ein bisschen hier durchzukommen. Androids are scary. Scary. So kill. Run. 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 Not this way. Jetzt ruhig zu mir kommen, so ist es nicht. What makes them choose these words? Tja, ihre Emotionen, nein, es. Ihre tatsächlich vorhandenen Emotionen. Das, was wir meinen, dass sie nicht haben, aber doch. These are android bodies. Hypothesis. They were killed by local machine life forms. What are they doing here? Unknown. It's like they were gathered here. There it goes! They don't give up. Run. Run. Must run. Multiple machines detected ahead. But what's with these android bodies? Stay focused. Is this? Don't listen to them, 2B. Together, forever. Together, forever. Carry me. Carry me. They don't have any feelings. They're just imitating human speech. Let's take them out. Feed me. Love. Love. Love.
kann man es halt sofort selbst zerstörend machen. Die Sache ist halt die, jetzt inzwischen sind wir halt stark genug, um uns hier auch durch unsere eigene Heilung einfach hier am Leben zu halten. Das heißt, wenn es immer mehr werden. Hallo Adam. Androids, why fight? Dich. So, da hatten wir Adam das erste Mal getötet, nur kam dann ja noch einer. Is this really a machine? Frage ich mich halt, irgendwie hat das schon nicht mehr so viel mit Maschine und Mensch zu tun. Das ist eher sowas ganz anderes. Keine Ahnung. Damn it, not another one. To be, we gotta get out of here. Come on, through that hole. Okay. Kommen wir ja später nochmal her. Na. So, wunderbar. Das hat gut geklappt. Ich weiß gar nicht mehr, war da noch irgendwas oder? Looks like we're safe now. What the hell just happened? I know. I've never seen a machine like that before. We better report this to command. Alert. Okay, ich darf da nicht hin. Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Vielleicht ein andermal wieder. Aber erstmal müssen wir hier raus. Ganz offensichtlich. Alert. High-flow areas may impede movement. It would be more efficient to traverse the rocky area instead. Okay. Wir dürfen da halt nicht rein anscheinend, okay. Gut zu wissen. Let's move to an area with better reception so we can contact command. Was ist hier drüben? Ich kann mich nicht erinnern, hier mal jemand hingegangen zu sein. Da schau an. Zack. 10.000 G. Wo sind wir hier? Ah, hier kommen wir wieder dahin. Okay. Ich soll aber darum also. Gehen wir erstmal da lang und schauen uns das irgendwann später mal an, wenn wir wieder in der Gegend sind. So. Kann auch durchaus sein, dass ich die Parts mit Absicht jetzt ein bisschen länger mal lasse. Muss ich mich noch entscheiden, letzten Endes. Weil Fakt ist, es passiert halt jetzt nicht mehr so viel immer an neuen Sachen. Weil wir halt die alten Stories nachholen. Deswegen, zumindest wenn nicht
wenn sozusagen nichts Neues passiert, kann es durchaus sein, dass ich die Parts länger mache. Damit wir halt einfach vorankommen. Okay, this is good. We should be able to reach command here. 9S to Bunker. Do you copy? I read you, 9S. Go ahead. Operator, we just encountered a pair of humanoid machines. We weren't able to capture them, but I have combat data ready for upload. Understood. Ready to receive. Hopefully you can get something out of it. I hear you kicked some tin, so I guess. Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen noch kurz hierher. I think we've earned a breather. Say 2B, I was hoping we could talk about our next move. I'm worried about the damage we took in that last battle with the machines. Maybe we should return to the resistance camp to resupply and conduct maintenance? No, we should keep fighting. Roger that. Just try not to overdo it, okay? Wir heilen uns doch während des Kämpfens. Operator to 9S. Data upload complete. Roger. I also have an incoming message from the commander. Initiating playback. 2B, 9S. We've lost contact with several Yorha units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. End transmission. I heard something about that back at the resistance camp. Target location confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. Report. Mail notification received from access point. Okay. Darum kümmern wir uns dann aber jetzt beim nächsten Mal. Und schauen wir mal, wie weit wir beim nächsten Mal kommen. Denn ab jetzt, wie gesagt, passiert vieles, was wir schon kennen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir weiter mit 9S die Welt von den Automaten unsicher machen. Also, bis dann.